Im ehemaligen KZ-Außenlager Alem waren im Zweiten Weltkrieg rund 1500 Häftlinge untergebracht, von denen gerade mal die Hälfte überlebte. Einer, der das Lager überlebt hat, ist Johann de Lange. Er hat jetzt das Mahnmal Alem besucht. Mein Kollege Sören Köpke hat ihn getroffen. Besuch am Mahnmal Alem. Zum ersten Mal seit 1945 besuchte Johann de Lange im September 2012 Hannover. Der Niederländer hatte hier in den letzten Kriegsjahren als damals 16-Jähriger Zwangsarbeit verrichten müssen. Im Konzentrationslager Alem mussten die Gefangenen ab Winter 1944 Schwerstarbeit leisten. Die Deutschen, sie haben uns in der Razzia mitgenommen. Ich musste für Arbeitseinsatz, Arbeitsdienst mit anderen Brüdern, wir waren mit 3 Brüdern, und der andere für Kriegsgefangenen. Und dann sind wir eingesperrt. In Alem sollten kriegswichtige Produktionsanlagen der Continental AG unter Tage verlegt werden, um sie vor Bombenangriffen zu schützen. Die dazu nötigen Asphaltstollen wurden von KZ-Insassen ausgehoben. Günter Brandt, damals 14, lebte in der Nähe des Lagers. Die Anwohner als solches haben sich mit Sicherheit nicht darüber unterhalten. Man hat das zwar wahrgenommen, aber wie es zu der Zeit auch war, herrsche ja auch, oder es wurde eine große Verschwiegenheit über diese Sache ja gewünscht auch. Und die Leute haben sich also auch grundsätzlich nicht in irgendeiner Form wahrscheinlich getraut, darüber groß zu sprechen. Die persönlichen Erinnerungen sind für Herrn de Lange auch belastend. Ich will da nicht mehr dran denken. Mal Het ergste dat mij overkwam, dat mijn vader en moeder met z'n tweeën bleven. En alle kinderen weg. En dat vond ik het ergste. En wij hier zaten, wij weten wat er gebeurt met ons. Maar mijn ouders, 300-400 kilometer verder, die weten niets. Wenige hundert meter van Mahnmal entfernt. Die Stelle, wo damals der Eingang des Asphaltstollens war. Nichts erinnert mehr daran. Die Begegnung zeigt, Geschichte besteht nicht nur aus Jahreszahlen, sondern auch und gerade aus persönlichen Schicksalen.